Hallo, heute machen wir ein Toastbrot. Dazu haben wir 500 Gramm Weizenmehl, 550. Dazu geben wir jetzt 50 Gramm Butter, so circa 10 Gramm Salz. Dann so etwa 10 Gramm Zucker. Milliliter warme Milch. Einen Würfel Hefe. Ja, nicht ganz, so ein Dreiviertel reicht. Besser wäre es noch, wenn man einen Vorteig macht. Und nochmal 150 Milliliter Wasser. Daraus formen wir jetzt einen schönen Teig und lassen diesen 20 Minuten gehen. So, unser Teig ist jetzt 20 Minuten gegangen. Jetzt haben wir einen schönen Laib daraus geformt, eine Kastenform geölt, eine Schüssel mit lauwarmem Wasser gerichtet und den Ofen auf 220 Grad vorgeheizt. So, jetzt machen wir die Four-Pieces-Methode. Das heißt, wir schneiden das Brot in vier etwa gleich große Stücke. So. Jetzt nehmen wir die Kastenform, tauchen die Teigstücke kurz im Wasser wälzen, im Warmen, mit dem Schluss nach unten und mit den Schnittstellen nach außen zur Kastenwand einsetzen. Drücken wir das Ganze gut an. So. Und geben es zusammen mit einer Tasse Wasser in den Ofen. Wir backen es für 10 Minuten bei 220 Grad, schalten dann den Ofen auf 180 Grad runter und backen es weitere 40 Minuten. So, unser Toastbrot ist fertig. Als Deckel haben wir einfach ein Backblech verwendet. Schön rösch, innen schön soft, guten Appetit.